Ruf mich an, ich liebe dich. Ich brauche dich. Du blamierst mich. Du zwingst mich zu betteln. Schreib mir. Blockieren. Das Leben entgleitet einem, verstehen Sie? Die Telefonnummer zu ändern und die E-Mail-Adresse, das wird ganz normal. Selbsthilfegruppen für Stalking-Opfer. Highland Creek Therapiezentrum. Antrag auf Kontaktverbot. Normal. Wegziehen in eine neue Stadt. Normal. Aber Sie sehen Ihren Stalker immer noch überall? Rein rational weiß ich, es ist meine Einbildung. Aber ich bin allein in einer fremden Stadt. Und ich fühle mich nie sicher. Hier sind ein paar Formulare, die Sie ausfüllen müssen. Reine Routine. Hausaufgaben gemacht. Sawyer Valentini, bitte folgen Sie mir. Nein, hören Sie, ich habe nicht viel Zeit. Ich muss wieder zur Arbeit, also... Was soll ich denn hier? Ziehen Sie sich aus, bis auf die Unterwäsche. Ich weiß nicht, was hier passiert. Die Tür ist verriegelt. Es wäre besser für jeden von uns. Aber vor allem für Sie selbst, wenn Sie einfach tun, was ich sage. Hier muss ein Irrtum vorliegen. Sie haben unterschrieben und einer freiwilligen Einweisung zugestimmt. Ich werde hier festgehalten, gegen meinen Willen. Wissen Sie, wie viele solche Anrufe die Polizei kriegt pro Woche? Von welchen, die einen Knacks weg haben? Dieser Mann hat mich verfolgt den ganzen Weg von Boston. Ich rufe die Polizei, ich will, dass er verhaftet wird. Ich hasse dich! Mein Stalker ist hier. Wir haben ihn gründlich überprüft. Sie sollten mich aber beschützen. Mom, keiner glaubt mir. Ich hol dich hier raus. Wir können nichts tun, solange keine Beweise für ein Verbrechen vorliegen. Ich will, dass ihr mich sofort rauslasst! Ich muss verrückt sein. Ich muss verrückt sein. Mom ist nicht ans Telefon gegangen. Hallo? Ich muss verrückt sein. Was ist mit ihr passiert? Es wurde eine Leiche gefunden. Ich muss verrückt sein. Ich muss verrückt sein. Ich muss verrückt sein. Ich muss verrückt sein. Ich bin nicht verrückt! Er ist hier. Oder ich bilde es mir bloß ein.